So, los, jetzt mach schon, komm. Das ist mir zu tief, du. Wie zu tief, du Feigling. Wieso Feigling? Du traust dich doch selber auch nicht. Oh, von wegen. Das ist... Nee, ich muss auch nicht. Das geht bestimmt schief. Aber was ist jetzt? Rutsche oder nicht? Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Bastian Pastewka. Und Markus Maria Profitlich. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Zu laut, Ballermann 6 zusammengebrochen. Rätselhaft, ist das Angela Merkel oder Boris Becker? Und zu alt, Maradonas Comeback gescheitert. Das Top-Thema der Woche ist der Kursanstieg des amerikanischen Dollars. Aber es gab auch andere wichtige Börsen-News. Der Hygienartikelhersteller Hakle drängt mit einer neuen Aktie auf den Markt. Das Besondere, Hakles Wertpapiere sind feucht und dreilagig. Ob auch den Mann auf der Straße des Aktienfiebers schon gepackt hat, das haben wir durch unsere Umfrage herausbekommen. Schönen guten Tag, wir machen eine Umfrage zum Thema Deutschland im Aktienfieber. Haben Sie schon Aktien gezeichnet? Jetzt kommt gleich der alte Witz von wegen Aktien zeichnen, so mit Stift und Papier und so, ne? Nein, den Witz wollte ich nicht machen. Alles gut, ich zeichne nämlich auch keine Aktien. Ich male sie. Ach so, jetzt haben Sie mich aber dran gekriegt mit Malen statt Zeichnen. Nein, Malen statt Malen. Guten Tag, eine Frage, wir machen eine Umfrage. Thema Deutschland im Aktienfieber. Was halten Sie davon? Oh ja, man muss das ja alles mitmachen, ne? Also wenn die Nachbarn das machen, dann machen wir das auch mit. Nachbarn verstehe ich nicht. Die Leute neben einem wohnen oder drüber? Ja, das ist klar, ich weiß, was Nachbarn sind, aber was haben Nachbarn mit dem Aktienkauf zu tun? Ja, also, als die Klutz den Videorekorder haben wir mitgemacht, hat mein Mann sofort auch einen gekauft. Oder die Werklast hatten diese Dreierkralle, ne, für den Garten, ne, ja, von QVC, mitgemacht, auch gekauft, ne? Und wir haben jetzt auch natürlich so diese Aktienfonds, hat mein Mann auch gekauft. Ah, gut, und hat es sich schon für Sie rentiert? Ja, rentiert, nee, teuer, ich weiß jetzt nicht, aber teuer waren die, ne? Ja, man kann doch reich werden dadurch, wenn sie eine Weile liegen lassen. Man kann reich werden? Ja, man kann reich werden. Ist das das, wo, mit ja, dem natürlich, Geld? Natürlich. Ja, sieh, dann kann ich aber doch noch Steaks holen, ne? Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Haben Sie schon mal da was gewonnen? Entschuldigung. Ja, ich habe meine erste Million an der Börse gewonnen. Ach so, gut, vielen Dank. Und dann habe ich 2 Millionen wieder verloren. Ach so ist das, gut, vielen herzlichen Dank. Hey, Kumpel, hey. Was denn noch? Das war eine Aktie. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum Thema Deutschland im Aktienfieber. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ja, ich habe alles verloren. An der Börse? Quatsch. Ich habe hier auf der Straße alles verloren. Hier. Guten Tag, wir machen eine Umfrage zum Thema Börse. Börse nie gehört. Nie gehört? DAX-Aktien sagt Ihnen der Schwarze Freitag nichts? Doch, der Schwarze Freitag sagt mir was. Ach. Du Robinson, Frank, hey, Jumbo. Vielen Dank, zurück zur Woche. In der nächsten Woche findet in München die weltgrößte Münzausstellung statt. Prunkstück der Ausstellung ist eine wertvolle Mark aus der Gegend um Berlin. Es handelt sich um die Mark Brandenburg. Was Sie in der nächsten Woche sonst noch Ungeheuerliches erwartet, das sehen Sie exklusiv in der Wochenvorschau. Montag. Das Umweltministerium bescheinigt den deutschen Flüssen eine ausgezeichnete Wasserqualität mit hohen Fischbeständen. Diese Nachricht lockt vor allem in Chemnitz Angler vor die Tür. Dienstag. Giga-Moderatorin Miriam feiert ihren 24. Geburtstag. Die Redaktion schenkt ihr aus diesem Anlass eine Torte. Miriam ist sofort Feuer und Flamme. Mittwoch. Erneute Golfballattacke gegen Bayern-Keeper Olli Kahn. Der verrückte Täter kann jedoch per Videobeweis überführt werden. Donnerstag. Auf einem Sonderparteitag der CDU spielen die Delegierten während einer Pause Verstecken. Norbert Blüm wählt das beste Versteck und ist für den Rest des Parteitages nicht mehr aufzufinden. Freitag. Bremens Innensenator Willy Lemke trainiert für den Boston-Marathon.
Während des harten Trainingsprogramms benötigt der agile Politiker immer wieder Erholungspausen. Der mazedonische Zlatko Trpkovski versteht die Welt nicht mehr. Nach 6 Wochen im Big Brother Käfig wird er überall als Star gefeiert. Dennoch hat sich für Sladi nicht viel verändert. Schließlich hatte die Welt vorher auch nicht verstanden. Wie es unserem Big Brother Ottmar Zittlau in seinem Wohncontainer geht, das werden wir jetzt sehen. Dazu schalten wir mal live hinüber in besagten Wohncontainer. Und da, meine Damen und Herren, sehen wir auch Ottmar Zittlau schon. Er weiß natürlich nicht, dass wir jetzt auf Sendung sind. Herr Zittlau scheint im Moment allerdings nicht allzu sehr beschäftigt. Und da schauen wir uns noch einmal die Zusammenfassung der letzten Woche an. Zur Unterhaltung haben wir ihm zunächst ein paar Spiele gegeben. Na, wollen wir doch mal sehen. Ein 100-Teile-Puzzle. Moment. Das sind aber nur 99. Ah. Ach, das ist das Rad von der Lokomotive, ja. Ja, Herr Zittlau schien dabei schnell an seine Grenzen zu stoßen, wusste sich aber erstaunlich gut zu helfen, meine Damen und Herren. Pass. Und schon nach wenigen Stunden war das Werk dann vollbracht. So. Das war einfach. Und jetzt? Auch dem Mikado-Spiel widmete sich Zittlau in einer beeindruckenden Hingabe. Zumindest für einige Zeit. Fertig. Diese Spiele bereiten ihm so viel Vergnügen, dass wir uns entschlossen, ihm noch ein weiteres zukommen zu lassen. Ein althergebrachtes Brettspiel konnte Zittlau besonders begeistern. So, das ist eine Dame. Nee, doch nicht ganz. Zum Hula-Hoop-Tänzer schien er dagegen anfangs nicht gerade geboren zu sein. Machen wir morgen. So. Ups. Er fand dann aber doch eine beeindruckende Lösung. Ja. Jetzt geht es. Das war unser Big Brother Ottmar Zittlau. Nächste Woche natürlich mehr aus dem Wohncontainer. Amerikanische Ärzte, meine Damen und Herren, haben eine interessante These aufgestellt. So soll man Rheuma vorbeugen können, wenn man wöchentlich 3 Schalen Erdbeeren zu sich nimmt. Das Dumme daran ist nur, Erdbeeren haben gar keine Schale. Wirkungsvolle Tipps gegen das unangenehme Gelenkleiden hat er gegen unsere Oberschwester Hildegard. Hallo, liebe Kassenparasiten. Na, wie fühlen wir uns denn heute? Plagen uns wieder die kleinen Wehwehchen? Das Stechen im Rücken, das Knacken beim Bücken, das Beißen beim Pflücken, das Brennen beim Drücken? Ach, dieses ewige Gejammer, ich kann es nicht mehr hören! Da vergisst man einmal das Fieberthermometer im Rektum und schon geht das Gejammer los. Ach, Frau Schwester, ich habe eine Quecksilberallergie! Naja, die Besten sterben eben jung. Der hier gehört leider nicht zu den Besten. Unser Kassenpatient und Lieblingslammerjacken Strothmann. Tja, gegen dieses Plärren, da hilft nur eins. Au! Liebe, Zuneigung, Verständnis und mal Honig um den Mund schmieren. Der gute Herr Strothmann hat nämlich leider ein klitzekleines Rheumaproblem und da hilft nun mal nur eins, eine ordentliche Bienengifttherapie. Tja, und somit wäre nun das Rheuma beseitigt, zumindest im Gesicht. Ein weiterer Schritt in der Rheuma-Behandlung ist die konsequente Wärmetherapie. Hier hilft manch ausrangiertes Gerät aus der Krankenhausküche. Gut. Die Wärme sollte sich wohlig im ganzen Körper ausbreiten, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Oh, schon fertig. Ja! So, und das wiederholen wir ab heute täglich 3 Mal, nicht wahr, Herr Strothmann? Also, Schluss mit dem sinnlosen Gejammer und bleiben Sie besser gesund. In Sydney am
haben sich die Veranstalter für die Olympischen Sommerspiele etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie wollen jeder Nation zur Begrüßung ein Ständchen auf einem originellen Musikinstrument bringen. Die Schotten zum Beispiel erwarten ein Ständchen auf dem Didgeridoo del Sack. Viel wichtiger sind bei der Olympiade natürlich die verschiedenen Sportarten. Baseball ist eine noch junge olympische Disziplin. Zu Pionierzeiten ausschließlich ein Sport für harte Männer, beherrscht heute jedes Kind das Spiel mit dem Schläger. Und die Regeln sind denkbar einfach. Ein Schlagmann haut den Ball möglichst weit ins Feld und versucht einmal ums Karree zu laufen, während die gegnerischen Feldspieler sich anschicken, den Ball aus der Luft zu fangen. Hinzu kommen noch einige Sonderregeln, die jeder echte Fan wissen sollte. Wer den Schiedsrichter mit Ball oder Schläger trifft, bekommt einen Sonderpunkt, was ebenfalls für Fensterscheiben gilt. Zwar scheint das Leben eines Baseballspielers aufregend, in der Realität müssen diese Männer allerdings mit einem mageren Gehalt auskommen und sind auf Spenden der Fans angewiesen. Darüber hinaus plagen sich erfolgreiche Baseballer oft mit Eheproblemen herum. Sie werden von ihren Ehefrauen am Arbeitsplatz mit Anrufen belästigt. In solchen Fällen haben Baseballprofis aber meistens schlagkräftige Argumente entgegenzusetzen. Farags Moderatorensessel bei Piep auf RTL 2 wackelt. Nun überlegt Dieter Bohlens Lebensgefährtin, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Ihre Chancen, wiederum in der Medienbranche unterzukommen, liegen bei etwa 90, 60, 90. Wie auch Sie als Normalbürger sich erfolgreich um einen neuen Job bewerben können. Das erklärt Ihnen nun unser Exklusivreporter Peter Wuttke. Peter. Danke, Ingolf. Heute dreht sich bei mir alles. Alles um die Frage, was tue ich, wenn ich mich verändern möchte? Also wenn ich mal was anders machen möchte, beruflich. Also ich möchte mich jetzt nicht verändern, weil Reporter ist ja ein super Job. Ja. Und damit zurück zu Ingolf. Peter, guck doch einfach mal auf die Tafel, ja? Ja. Okay, und? Also, ja, das heutige Thema lautet, erfolgreich bewerben. Genau, wenn ich mich für eine neue Arbeit bewerben will, braucht man erst einmal, tada, hier. Ein schönes Bewerbungsfoto. Ja, das Foto ist natürlich ganz wichtig, weil der erste Eindruck, der entscheidet ja. Ich habe hier zur Demonstration mal ein paar Fotos von mir vorbereitet. Hier, hier das bin ich zum Beispiel mit meiner Mama am Wörthersee. Und hier bin ich mit ihr in der Fränkischen Schweiz mit Mama. Oh, guck mal hier, Ingolf, hier bin ich mit ihr am Dreiländereck in Aachen. Okay. Man kann natürlich auch extra Fotos im Passbildautomaten machen, aber da passe ich mit Mama nicht rein. Gut. Außer. Außer den Fotos braucht man natürlich auch einen Lebenslauf. Da muss alles drinstehen, was man so beruflich gemacht hat. Ich habe hier mal meinen mitgebracht, hier. Zum Beispiel, da, hier. Moment, da, hier. Da steht drin, 1. August 99. Ich bin jetzt Reporter bei der Wochenshow. Alle sind fürchterlich nett zu mir. 2. August. Ich bin immer noch Reporter von der Wochenshow. 4. August. Ich bin weiterhin Reporter von der Wochenshow. 1, 2, 4. Was habe ich denn am 3. August gemacht? Ist bestimmt im 2. Band hier drin, oder? Peter, bitte, ja? Bitte. Sicher, klar. Gut. So, ja. Da muss ich wohl noch mal recherchieren. Bin schließlich Reporter. Gut. Jedenfalls kommt dann das Vorstellungsgespräch.
Da sollte man dann auf gepflegtes Äußeres achten, aber auch nicht zu schick. In etwa so wie ich. Nur, Obacht, nur mit einer Krawatte. Die sollte man sich vorher auf jeden Fall umbinden, damit man da richtig gut ankommt. Dieses, hör zu. Vorher sollte man auch noch mal zum Friseur gehen. Ich zum Beispiel habe mir die Haare heute ganz frech, anstatt von links nach rechts, von rechts nach links gelegt. Und dann, nächster Punkt. Das nennt sich Redegewandtheit. Man muss einfach auf jede Frage eine passende Antwort haben. Das überzeugt immer. Ich kann das mal demonstrieren. Ingolf, ja. Stell dir mal vor, du bist Chef, ja? Und ich will einen Job von dir. Ja? Jetzt frag mich doch einfach mal, was so ein Chef fragen würde. Also gut. Herr Wuttke, haben Sie denn schon irgendwelche Erfahrungen im Bereich der Informationsverarbeitung gemacht? Nein. Dann kann ich Ihnen den Job leider nicht geben. Na, sehen Sie, so kann es hingehen. Ja, das war Peter Wuttke, meine Damen und Herren. Kein Job, Peter. Und dann sehen Sie gleich noch in der Wochenshow. Frührentner, Vordenker und Visionär Herbert Görgens, Walter Sparwald mit seinem Quiz Laut ist Trumpf und eine neue Ausgabe des Talk-Magazins 4 um 10. Also, bleiben Sie dran. Das Leben kann schon hart sein zu Po's. Aber du kannst deinem Po etwas Gutes tun. Verwöhne ihn mit dem neuen, sanften Haarkleid. Deinem Po zuliebe. Verstehst du, dass Traugott lieber braucht es einfach Sturgol? Es gibt doch wieder einen rechten Kaffee, wenn man die Maschine in den Kalk der Dusche spritzt wieder recht. Und jetzt siehst du auch wieder raus aus dem Aquarium. Gell, Traugott, gewisse Original werden immer besser. Auch Sturgol. Mehr Erfahrung, mehr Know-how. Wie man so schön sagt. Durgol, das Schweizer Original gegen Kalk. Jetzt neu, der Braun Body Cruiser. Der einzige Body Groomer der Welt mit Präzisionstrimmer für sicheres Trimmen von Körperhaaren. Und einer Gillette-Klinge für glattes und sauberes Rasieren. Sogar unter der Dusche. Du kannst sie alle haben. Braun Body Cruiser. 90% der Men's Health-Leser sagen, mit rasiertem Körper habe ich bessere Chancen bei Frauen. Kalk auf Oberflächen. Da hilft Durgol Surface. Schnell, hochwirksam. Durgol Surface mit dem Abperleffekt. Das Schweizer Original gegen Kalk. Durgol. Hallo. Es gibt gute Nachrichten für alle, die figurbewusst sind und Diäten gründlich satt haben. Die knusprig leichten Flakes sind garantiert diätfrei und richtig Kellogg Special K mit roten Früchten und in vielen anderen Varianten. Hört auf Hunger. Fangen an essen. Belastungen für unser Haar können auch unsere Kopfhaut trocken und schuppig machen. Jetzt neu. Head & Shoulders Intensive Repair. Mit 3 Pflegestoffen spendet es intensiv Feuchtigkeit. Das beruhigt Ihre Kopfhaut. Für schuppenfreies Haar und wunderbaren Glanz. Himmlische Auftritte für Kopfhaut und Haar. Mit dem neuen Intensive Repair Shampoo. Waschmaschinen lieben total. Kleider übrigens auch. Lipgloss mit Rekordhalt? Wurde auch Zeit. Neu Superstay Powergloss von Maybelline New York. Powergloss. Die Farbe hält makellos ganze 12 Stunden. Sein Geheimnis?
Nur unsere Formel kombiniert ultraglossy Farbe mit dem Superglanzverlängerer. Brillant. Andere lassen nach. Du. Aber Superstay behält seine ganze Kraft. 12 Stunden lang. Neue Superstay Power Gloss. Der längste Glanz aller Zeiten. Maybe she's born with it. Ich liebe Katechin. Ich trinke mich einfach in Form. Mein Geheimnis Lipton Linea. Der neue kalorienfreie Grüntee mit natürlich viel Katechin. Lipton Linea. Jetzt mit noch besserem Geschmack. Lipton, tea can do that. Wir bei Oral-B glauben, dass es Zeit ist für eine neue Bewegung. Eine Bewegung mit 7000 Umdrehungen pro Minute. Eine Bewegung, die jeden Zahn einzeln säubert. Eine Bewegung, die zweimal so viel Plaque entfernt wie herkömmliche Handzahnbürsten. Eine Bewegung, die ihren Zähnen jeden Tag ein zahnarztsauberes Gefühl schenkt. Oral-B, die Kraft einer neuen Bewegung. Einstiegsmodelle schon für 39 Schweizer Franken. Jetzt auch in drei neuen Trendfarben. Oral-B Vitality. Viele Eltern haben gesehen, wie ihre Kinder einen Tag lang lachen konnten und ihre Krankheit oder Behinderung für einen Tag vergessen durften. Wir danken der Stiftung Wunderlampe. Bitte helfen Sie mit, Herzenswünsche von schwer kranken Kindern zu erfüllen. Du lernst zu sprechen, aber das braucht Übung. Du übst sogar, während du schläfst. Deshalb haben Pampers Baby Dry eine extra Schlaflage, die Feuchtigkeit bis zu 12 Stunden wegschließt. War das ein Mama? Die extra Schlaflage nur von Pampers. Von Babys inspiriert. Lieber Luca, willst du Julia heiraten? Nein. Aber ich möchte das Kiri. Das ist das Kiri. Heiraten können wir noch, wenn wir gross sind. Die neuen Knusperplätzchen von Kiri. Alle Kinder sagen dazu. Ja, ja, ja! Stoppelige Beine? Schluss damit! Das revolutionär neue Hairlift-System von Braun Silke Peel entfernt Haare sanft an der Wurzel. Für bis zu 4 Wochen. Für die glatteste Haut, die es von Braun je gab. Vergiss Stoppeln mit dem neuen Silke Peel von Braun. Eine Falle muss schon sehr verlockend sein. Wieso sind Sie mir gefolgt? Weil ich Ihnen einen Vorschlag machen will. Damit ein Meisterdieb darauf reinfällt. Regel Nummer 1. Traue nie einer nackten Frau. Der Sat.1-Filmfilm am Montag. Erst wird getestet, dann wird vertraut. $8 Milliarden. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Oh, vollständig. Hat er den Köder geschluckt? Ja, bis zum Anschlag. Catherine Zeta-Jones und Sean Connery. Wag es mich anzulügen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Verlockende Falle. Am Montag um 20.15 Uhr in Sat.1. Zurück zur Wochenshow. Und das sind unsere weiteren Themen. Missernte. Onkel Dittmeiers Orangen zu sauer. Alte Bekannte. Lothar Matthäus trifft Meister Propper. Und olympiareif. Chemnitzer Turner in Bestform. Am 1. Juni eröffnet in Hannover die internationale Weltausstellung, die Expo 2000, ihre Tore. Dabei präsentieren sich 50 Nationen mit eigenen Pavillons. Nur die Grönländer nicht. Ihre Konstruktion war auf dem Transport leider geschmolzen. Frührentner, Vordenker und Visionär Herbert Görgens allerdings hält dagegen seine ganz persönliche Weltausstellung für Sie bereit. Ich befinde mich hier im Kleingarten von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens hat uns zu sich gebeten, denn er hat... Wie aus hier! An die Geräte zu Hause! Und an die Ilse von Sparmark natürlich auch schöne Grüße! Und an meinen Nachbarn Heinz! Hör mal, Heinz! Du hast doch wieder vergessen, in dein Sparfach einzuzahlen! Dann musst du aber noch machen, du Schlawiner, du! War's das jetzt? Ja, wenn Sie keinen mehr grüßen wollen! Nein, ich möchte keinen mehr grüßen. Ja, dann mach's mal ein bisschen schneller hier! Ja, ist ja gut. Herr Görgens hat uns zu sich gebeten. Ja, er hat eine ganz das hab ich wohl!
wohl. Ich mache nämlich eine Ausstellung. Ausstellung? Aha, so eine Art Vernissage also. Vernie wie? Visage? Nee, das hast du falsch verstanden, junger Mann. Ich stelle doch nicht mein Gesicht aus. Ich mache eine Expo. Eine Expo? Ja, und das ist mein Pavillon. Pavillon? Ja, Pavillon. Pavillon. Ja, das ist mein Schuppen. Aha, gut. Können Sie uns Ihre Expo denn auch zeigen? Ja, kann ich, wenn Sie mit reinkommen wollen. Ja, sicherlich. Also, kommen Sie rein. So, gut, aber wo ist denn jetzt Ihre Weltausstellung, Herr Görgs? Na hier, das ist sie. Was? Das hier ist meine Weltausstellung. Gucken Sie mal. Herr Görgs, hören Sie auf. So ein Globus ist absoluter Schwachsinn. Ich kann auch vom Zehner springen. Was, vom Zehner springen? Ja. Soll ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Das Rollerbladen gehört nach wie vor zu den gefährlichsten Freizeitsportarten. Jetzt stehen die flotten Rollschuhfahrer auch noch im Verdacht, die Umwelt zu verschmutzen. Und zwar mit Hautfetzen, Zahnteilen und Knochensplittern. Wie Sie Ihre Freizeit nicht nur gefahrloser, sondern auch kostengünstiger gestalten können, das verrät Ihnen unser Finanzminister. Der Bundesfinanzminister rät: Sie haben Gäste und Ihre Musikauswahl ist nicht besonders groß und ein wenig langweilig? Bringen Sie Ihre Party mal richtig in Schwung. Tipp Nummer 1. Eine Mix-CD muss nicht viel kosten. Mixen Sie doch einfach Ihre CD-Sammlung und schon kommt Schwung in jede Feier. Oder Sie möchten ein Computerspiel machen, aber Ihre Finanzen erlauben das nicht? Tipp Nummer 2. Moorhühner lassen sich aus einfachsten Mitteln selbst herstellen. Aus einem Besenstiel und einem Ziegelstein lässt sich leicht eine Flinte bauen. Da ist der volle Spielspaß garantiert. Das waren wieder zwei nützliche Tipps aus dem Bundesfinanzministerium. Und beim nächsten Mal zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ein günstiges Handy leisten können. Hallo? Hallo? Heute erhielt Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm in Buchhagen den Münchhausen-Preis. Und unser heutiger Gast ist zumindest im geistigen Sinne ein Erbe des Lügenbarons. Begrüßen Sie jetzt mit mir den ersten deutschen Profilügner, Roland Stabe. Herr Stabe. Herr Stabe. Toll, dass Sie da sind. Sie sind also der erste Profilügner. Nein. Was? Nicht? Ja, das war gelogen. Ach so, ja klar. Na gut, Herr Stabe, setzen Sie sich doch. Danke, ich bleibe lieber stehen. Na gut, ich meine, also schön, dass Sie es doch noch geschafft haben, hier zu kommen. Ich meine, Sie wären ja fast zu spät gekommen. Ja, tut mir leid, Schatz, ich musste heute länger arbeiten. Wie bitte, was? Eine kleine Standardlüge zum Warmwerden. Ach so, ja, ich verstehe. Also Sie wollen ja als Profilüger, wollen mir ein Beispiel Ihrer Professionalität geben, nicht wahr? Ja, falsch. Das war die nächste Lüge, oder? Nein. Nicht? Ja. Also nein, wenn das Ja wieder eine Lüge war? Nein. Nein zu Ihrem Ja oder nein zu meiner Frage? Nein, nicht nein zum Ja, sondern nein zu Ihrer Frage nach dem Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, natürlich, klar. Ja. Also sagen Sie mal, Herr Stabe, wann haben Sie denn Ihren besonderen Hang zum Lügen eigentlich entdeckt? Ja, eigentlich schon in meiner Schulzeit. Das fing damit an, dass ich mir jeden Tag was ausdenken musste, wenn ich die Hausaufgaben nicht dabei hatte. Naja, gut, aber es ist nichts Besonderes. Doch, ich hatte die Hausaufgaben immer dabei. Sie sind übrigens mein Lieblingsmoderator, Herr Lück. Oh, vielen Dank. Da muss man bei Ihnen aufpassen, das ist schwer gelogen, ja, oder? Da haben Sie völlig recht, nicht wahr? Ich bin ein absoluter Profi, ja, ja. Aber ich kann es auch beweisen. Passen Sie auf. Ich habe hier einen TÜV-geprüften Lügendetektor mitgebracht. Ja. Ich werde den Beweis anbringen und den Lügendetektor überlisten. So, jetzt habe ich mich angeschlossen. Fragen Sie mich was. Ja, gut. Also, Herr Stabe, wie alt sind Sie? 1394 Jahre. Ich hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine Lüge, oder? Das war eine Lüge. Ja, aber schauen Sie mit dem Gerät. Hat es reagiert? Es hat nicht. Das ist ja fantastisch. Sie haben sogar den Lügendetektor ausgetrickst. Das ist ja unglaublich. Ich habe sogar zweimal gelogen. Erstens bin ich nicht so alt und zweitens ist das gar kein Lügendetektor. Ach so. Oh, Moment, Augenblick. Was ist denn das hier? Oh, das scheint dringend zu sein. Ja, bitte? Was ist denn los? Oh. Herr Lück, es tut mir leid, ich muss weg. Oh, wieso ist denn passiert? Tut mir leid. Eine Notlüge. Gut, dann ja. Das, meine Herren, war Roland Stabe. Absolut ehrlich, danke, Engelke!
Berlin. Die PDS steckt weiterhin in einer schweren Krise. Der noch amtierende PDS-Vorsitzende Lothar Bisky muss sich daher immer wieder die Angriffe seiner Parteikollegen gefallen lassen. Einer von euch Schmierfinken hat mir diesen Zettel ans Pult gelegt. Ihr Saftsäcke, erstens wird Blödmann ohne H geschrieben und zweitens kann ich ihn nicht wegschmeißen, weil er mit Sekundenkleber eingekleistert ist, dieses verdammte Mistding. Berlin. Der Ex-Kanzler Helmut Kohl gerät in der letzten Zeit immer häufiger in Verdacht, geistig nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein. Kohl selbst ist der bedenkliche Zustand nicht bewusst. Opa, hallo Herr Opa, ich hätte gern das hier. Das da? Hervorragende Wahl, Herr Kohl. Da gibt's nur ein Problem. Sie sind noch gar nicht im Restaurant. München. Bayerische Biologen staunten in der vergangenen Woche. Sie fanden heraus, Schmetterlinge können mit den Flügeln hören. Umgekehrt ist es bei Prinz Charles. Der kann mit Ohren fliegen. Los Angeles. Eine psychologische Langzeitstudie in den Vereinigten Staaten führte zu einem überraschenden Ergebnis. Viele Mädchen machen sich dümmer, als sie sind. Schließlich müssen sie sich oft mit Männern unterhalten. Berlin. Der ehemalige CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble hat in der Liebe kein großes Glück. Sogar die jetzige CDU-Chefin Angela Merkel weist seine Annäherungsversuche zurück. Das darf nicht wahr sein. Jetzt reicht sie meinen Liebesbrief. Möchtest du nicht wenigstens mal reinschauen? Vielleicht ganz interessant. Nee, ich nur Gedöse. Wien. Der Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, ist wegen seiner radikalen Gesinnung außerordentlich unbeliebt. Ständig muss er sich von seinen Gegnern die wüstesten Beschimpfungen gefallen lassen. Das ist eine üble Verleumdungskampagne sondergleichen, meine Damen und Herren. Ich wiederhole es noch einmal ausdrücklich. Ich habe keinen Bleistiftpimmel. Alle, die etwas anderes behaupten, sind übelste Fotzenhobeln. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück, zurück. Danke. Danke. Immer häufiger, meine Damen und Herren, wird in der Werbung naturreines Quellwasser angepriesen. Dabei weisen Wissenschaftler immer wieder darauf hin, dass normales Wasser genauso gut ist. Leider haben die meisten Verbraucher eine zu lange Leitung. In unserer Werbung wird dagegen nur Sinnvolles angeboten. Wissen Sie, ich als Professorin für kulturwissenschaftlich-soziologische Ethnologie arbeite zum Teil 14 Stunden am Tag und das hochwissenschaftlich. Diese intellektuell hochgradig anspruchsvolle Arbeit füllt mich zwar aus, doch sie bringt auch leider zahlreiche hässliche Denkfalten mit sich. Dagegen habe ich jetzt endlich ein Präparat gefunden. Doof. Die Seife gegen Denkfalten. Doof ist neu. Denn Doof packt die Denkfalten dort, wo sie entstehen. Im Hirn. Dort, wo andere Seifen nicht hinkommen, wirkt Doof sicher und zuverlässig. Ja, das stimmt ganz genau. Ich habe nicht eine einzige Denkfalte mehr auf der Stirn. Da, tun Sie mal selber schauen. Ja, Doof ist toll. Und macht nicht so voll. Hast du den gesehen? Oh, ist der süß. Los, oh, ich sterbe. Unauffällig. Wow. Vergiss es. Der kann sich doch nicht mal Butter leisten. Hallo und herzlich willkommen zu Trend im Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Die katholische Kirche, meine Damen und Herren, präsentiert sich im heiligen Jahr 2000 sehr selbstbewusst. Der Heilige Vater ist zwar etwas wackelig, aber der Heilige Stuhl ist fester denn je. Verständlich, dass gerade in diesem Jahr besonders viele junge Katholiken zur Kommunion gehen. Und wir haben 2000 von ihnen gefragt, welche Bedeutung hat für euch die Kirche? Sie ist die zweitwichtigste Religionsgemeinschaft hinter Schalke 04, meinten 45%. Ich hatte noch keinen Sex, aber ich werde hoffentlich bald Messdiener, sagten 54%. Und 1% schwärmt, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, man will ja auch ab und zu mal alleine sein. Aber dann auch Star
suchen einen festen Halt, sonst ertragen sie all das Hässliche in der Welt nicht. So bekannte Birgit Schrohwange: Wenn ich mal in mich gehe, kann ich froh sein, mir dort nicht selbst zu begegnen. Recht hat sie. Dennoch ist gerade das In-sich-Gehen für viele der erste Schritt zu einer neuen Religiosität. Wir haben bei einigen Prominenten nachgeforscht, wie sie ihre Frömmigkeit zum Ausdruck bringen. Hera Lind folgt gnadenlos dem Satz: Liebe deinen Nächsten. Slatko stellt sein Licht nicht unter den Scheffel, klar, welches Licht auch. Und Erich Ribbecks EM-Taktik lautet: Die Letzten werden die Ersten sein, die wieder nach Hause dürfen. Gläubige Menschen geben sich heute vor allem zwei religiösen Ritualen hin: an die Börse gehen und Aktien kaufen. Im Dickicht der sonstigen Glaubensangebote finden sich jedoch viele nicht so recht zurecht. Und das brachte uns auf die Frage der Woche: Woran erkennen Sie, dass Sie von Religion keine Ahnung haben? Auf Platz 10: Sie kaufen Ihrer Frau Creme gegen Händelfalten. Auf Platz Nummer 9: Sie halten sich für einen religiösen Führer, weil Sie viele Gläubige haben. Auf der 8: Während der Messe schämen Sie sich für Ihre Messlatte. Auf Platz Nummer 7: Sie wundern sich, warum Abraham ständig in der Bibel vorkommt, aber nie seine Schlümpfe. Auf Platz Nummer 6: Bei der Beichte fragen Sie den Pfarrer, ob Sie mehr als 3 Teile mit in die Kabine nehmen dürfen. Auf der 5: Sie machen sich ein Butterbrot mit Mohammed. Platz Nummer 4: Nach dem Matthäus suchen Sie in der Bibel auch das Bierhoff-Evangelium. Auf der 3: Sie fragen sich, was bei den 10 Geboten eigentlich ersteigert wurde. Auf der 2: Als der Priester den Weinkelch hebt, rufen Sie: Nur ein Schwein trinkt allein. Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Sie keine Ahnung von Religion haben, ist auf Platz 1: Sie wollen in der Kirche austreten. Das war 13% diese Woche. Wir unterbrechen die Wochenshow für eine wichtige Mitteilung. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse arbeitet mit einem bekannten Hersteller von Babynahrung zusammen. Das neue Produkt ist ab nächster Woche unter dem Namen Thiersebrei erhältlich. Immer mehr Quizshows locken ihre Kandidaten mit immer größeren Preisen. Die Erfolgsshow Geh aufs Ganze ist da keine Ausnahme. Der Zonk misst inzwischen über 3 Meter. Wirklich große Gewinne gibt es dagegen bei unserem Quizmaster Walter Sparwald in seiner Show Laut ist Trumpf. Hallo Publikum! Hallo und herzlich willkommen zu Laut ist Trumpf, der Show, die ein Brüller ist. Ach, was sag ich? Die Show, die der letzte Schrei ist. Es ist wirklich schön heute. Zunächst will ich Ihnen unsere beiden Kandidaten vorstellen. Hier sind Gabi und Frank. Hallo Gabi. Hallo Frank. Sind die beiden sauber? Ganz sauber. Gabi, ich muss Ihnen sagen, was Sie anhaben, das ist wirklich sehr schön. Danke. Frank, was meinen Sie? Sieht Gabi heute Abend nicht wirklich fabelhaft aus? Das kann man wohl laut sagen. Absolut richtig, das kann man laut sagen. Und wir sind hier bei Laut ist Trumpf. Und damit gehen die ersten 10.000 Mark auf Ihr Konto, Frank. Fantastisch, der Frank. Echt? Unglaublich. Gabi. Wie finden Sie das? Ich finde das gemein. Aha, gemein. So. Sie finden das gemein. Ich frage mal den Frank. Frank, war das wirklich gemein? Laut Gabi schon. Laut Gabi ist richtig. Laut ist um. Frank, Sie sind wirklich ein großer Künstler. Mensch, Frank, weitere 100.000 für Sie. Das machen wir ganz schnell. Aber wir kommen zur ersten Runde. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gespielt. Es geht los. Zuhören jetzt. Die Frage lautet: Welches Musikinstrument hat mit Laut zu tun? Gabi. Die Laute? Das ist wirklich nicht... Nee, ach. Die Laute, das kann wirklich nicht ernst sein, Gabi. Die Laute hat wirklich nichts mit Laut zu tun. Die Laute ist ein leises Musikinstrument. Frank, können Sie Gabi auf die Sprünge helfen? Nun, also... Frank, was?
Das ist völlig richtig, Frank. Sie haben Ä gesagt und ein Ä ist eindeutig ein Umlaut. Ja, ja, laut ist immer noch Grundfall. Laut ist Grundfall, so heißt das Spiel. 1 Million für Sie. Eine weitere Million für Sie. Wir sagen nichts, 1 Million hat der Frank. Fantastisch. Das ist wirklich ein toller Mitspieler, oder? Moment, Moment. Was? Aber Moment, Moment mal. Ein Umlaut ist doch kein Musikinstrument. Brill? Kein Musikinstrument. Schaut sie, wie die Gabi hier so langsam losplatzt. Nicht? Wie finde ich denn das? Frank, wie finden Sie das? Ich finde das ganz schön vorlaut. Vorlaut ist richtig, Frank! Nochmal 1 Million für Sie. Da will ich mal sagen, 2.110.000 gehen auf Ihr Konto. Tja, wunderbar, der Frank, das macht wirklich Spaß. Ha. Unglaublich, Frank, wirklich klasse. Gabi, das sieht diesmal nicht ganz besonders gut aus für Sie, nicht? Aber Sie haben noch eine letzte Chance in unserer Laut-ist-Trumpf-Dezibel-Runde. Aufgepasst, Herrschaften, mit diesem Gerät kann man die Lautstärke messen. Frank und Gabi, Sie beide werden jetzt in dieses Mikrofon schreien und ich werde sehen, wie viel Dezibel das Gerät anzeigt. Alles klar? Mhm. Frank, bei Ihnen geht's los. Denken Sie daran, laut ist Trumpf. Bitte. Ah. Sehr schön, Frank. Sagte 5 Dezibel. Wunderbar. Gabi, Sie sind dran. Los geht's, bitte. Danke, danke. Wirklich sehr großartig. Ja, ja, ja. Sie waren lauter als der Frank. Sehr schön, großartig. Eindeutig. Aber leider sind wir nicht bei lauter ist Trumpf, sondern bei laut ist Trumpf. Pech gehabt, Gabi. Sie sind einfach alle mal raus. Frank bekommt die letzte Million. Unglaublich, oder? Das ist das Spiel. Laut ist Trumpf. Frank. Das haben Sie wirklich ganz fantastisch gemacht. Das war wirklich sehr spannend. Was machen Sie mit dem ganzen Geld, was? Ich gehe lecker essen mit meiner Freundin. Tja, Frank, das ist leider falsch. Sie hätten mit Jenny Elvers essen gehen sollen. Wieso? Die gehört Heiner Lauterbach. Ja, Frank, damit haben Sie alles verloren. Das tut mir wirklich leid. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie daran, wenn Sie bei Lautestrumpf dabei sein wollen, werden Sie einfach laut. Tschüss, euer Walter. Schon eine neue Ausgabe des Talk Magazins 4 um 10. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow, meine Damen und Herren. Auch unsere Ordnungshüter schrecken vor Demonstrationen nicht zurück. Überall in Deutschland gehen derzeit Polizisten auf die Straße. Sie fordern höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten oder Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Gut, dass es noch einen Polizisten gibt, der auf dem Boden geblieben ist. Also, ich gehe jetzt da rein und Sie geben mir Feuerschutz. Alles klar, Chef. Wie sind Sie? Was wollen Sie? Moment, die Frage stelle ich. Kennen Sie diesen Mann auf diesem Foto? Ja, Donnerwetter, das sind ja Sie. Ja, richtig. Das ist auch mein Ausweis. Sie wissen, warum wir gekommen sind, gell? Weil ich meinen Mann umgebracht habe. Nein, es geht um die Schüsse, die hier vor ein paar Minuten im Haus gefallen sein sollen, gell? Ja, die sollen aus Ihrer Wohnung gekommen sein. Ja, ich bin halt gestolpert und bin ich blöd gefallen. Und mein Mann, dieses Monster, hat angefangen zu lachen. Und da habe ich einfach die Pistole geholt und dann habe ich es halt getan. Sie gestehen also die Tat? Ja, gut, ich geb's. Ich. Zugabe. Na schön, ich geb's zu. Ja, na also. Dann lesen wir mal Punkt 2 vor, gell? Na, das ist nicht nötig, ich kenne meine Rechte. Das sind nicht Ihre Rechte, das ist die Hausordnung. Ja, und der Punkt 2 besagt, nach 22 Uhr darf nicht mehr geschossen werden. Wir müssen Sie leider festnehmen. Na, Sie, das geht nicht. Ich kann doch so nicht auf die Straße mit dem blutbefleckten Hemd sehen. Da falle ich ja tot um vor Scham. Und das wollen Sie uns weismachen? Na, das geht ja eben nicht. Ich habe ja kein Fleckensalz. Das kann ich erst morgen wieder kaufen. Ja gut, dann kommen wir morgen wieder. Entschuldigen Sie die Störung, gell? Ja, nichts für ungut. Sie, aber wenn Sie jetzt runtergehen, können Sie da meinen Müll mitnehmen? Ja, freilich. Wiedersehen. Fertig. Willkommen, liebe Zuschauer, zu 4 um 10.
Heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich eher die Frauen interessiert, aber die Männer müssen meistens dafür bezahlen, obwohl sie nicht so viel damit anfangen können. Und man sagt auch, dass sich alle danach richten, obwohl es Leute gibt, die das genau nicht tun. Und es gibt auch extra Zeitungen und Sendungen im Fernsehen zu diesem Thema. Und in Paris und London treffen sich viele Leute, wie zum Beispiel Claudia Schiffer und der Dior, also der Christian. Und später hängen dann die Sachen bei C&A und das... es geht um Mode. Was ist Mode? Welche Modetrends gibt es? Und sollte man sich nicht etwas modischer anziehen? Petra. Also... ich will Ihnen mal was erzählen bei uns in der Lesbengruppe. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los, ja. Du. Also bei uns in der Lesbengruppe, da habe ich eine Freundin. Naja, Stecherin kannst du wohl auch kaum sagen, oder? Also das ist ein Super. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also auf jeden Fall habe ich dort eine Freundin und die geht überhaupt nicht mit der Mode und dennoch ist sie wirklich immer totschick. Totschicke, man? Das kann ja nur bedeuten, dass jeder Mann lieber verreckt, als sie die Alte anzugucken. Nein. Nein. Also, ich denke, was Petra sagen will, ist, dass es Mode gibt, die zeitlos ist. Ja. Also Mode ohne Uhren. Ja, wie zum Beispiel meine Jacke. Überhaupt keine Uhr dran. Nein. Also was ich sagen will, ist doch vielmehr, Frauen müssen doch nicht unbedingt jeden Modetrend mitmachen. Das stimmt, das könnt ihr ja auch gar nicht. Wieso können wir das nicht, Gerd? Ja, weil ihr keinen Stil habt. Mit! Es geht da rein, da raus. Ich denke, Petra hat ja absolut recht. Nicht auch ein Mann muss nicht jeden Modetrend mitmachen. Modetrends sind vergänglich. Nicht? Ja. Schauen Sie sich mein Hemd an. Ne? Früher in der Schule wurde man wegen so eines Hemdes noch gehänselt. Nicht? Mhm. Aha, und heute? Heute wird man erschossen. Ja, und ist jedes Hemd wie das andere? Ist Slipper wie Stiefel? Schlips wie Strumpf? Jacke wie Hose? Gerd? Ja, nix Jacke wie Hose. Ja. Ich meine, gerade bei Weibern, ja, da kommst du auch gute Klamotten an. Ja. Guck dir doch zum Beispiel mal die Hose von Petra an. Ne? Die ist doch viel zu weit. Entschuldigung, Gerd, was würden Sie mir denn empfehlen? Neues Gesicht! Also das ist... Ist doch wahr! Wissen Sie was, Gerd? Ja, warte! Wissen Sie was, Gerd? Ja, ich weiß, was weiß ich denn? Ach, wissen Sie was, Gerd? Ihnen steht doch überhaupt nichts! Ach, tut es nicht, hä? Gar nichts! Mir steht gar nichts! Gar nichts! Sicher! Sicher! Ganz sicher! Ganz sicher! Ganz, ganz sicher! Vielleicht doch nicht. Na also... So ist es ja, aber nicht oftmals kann man sich dem Einfluss eines Modetrends auch nicht entziehen. Ich selber hatte mal einen Freund, der hatte mit Mode nichts am Hut. Er war Elektriker und während Starkstromarbeiten setzte er sich versehentlich auf ein offenes Kabel. Oh Gott, und was war dann? Er hatte einen riesen Schlag in der Hose. Ein Scherz. Ein Scherz, den mache ich manchmal während der Vorlesung. Kommt immer gut, nicht wegen Schlag und Schlag, verstehen Sie? Toll, Tillmann. Ja. Noch zurück zum Thema. Mode, Zeiterscheinung, Trends. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Gerd. Hey, sag mal zu, mir ist das völlig egal, ja, was Sie da von der Modeindustrie sagen. Ja, sowas, das ist mir völlig egal. Ja. Ich ziehe an, was meinen eigenen Modegeschmack gefällt. Ja. Was da? Ja. Nach Ihrem eigenen Modegeschmack, ja, Gerd? Ja. Wissen Sie, wie Sie dann gehen müssten? Dann müssten Sie nackt gehen. Ha, völlig nackt. Das ist Ihr Geschmack. Dann flattert das Würstchen im Wind. Richter! Ja! Würstchen! Ja, das Würstchen! Ach, das Würstchen! Das Würstchen! Jetzt streiten Sie nicht schon wieder. Vielleicht einigen wir uns auf Wurst. Na, von mir aus, da flattert halt die Wurst im Wind! Auf, bitte, entschuldigung, mit diesen ewigen Streitigkeiten, die immer auf den Geschlechterkampf hinauslaufen. Können wir nicht einmal hier ein bisschen in die Tiefe gehen? Müssen wir über das reden, was hier die ganze Zeit Thema ist, nämlich über den Sinn von Beinkleidern und Hosen und Jacken? Was ist denn hier eigentlich los? Das Ozonloch hat die Größe von halb Holland. Und der zweite Drittel Erdbevölkerung hungern auch noch. Und wir reden hier wirklich über Hosen? Gut, Tillmann, worüber möchten Sie denn sprechen? Über Schuhe. Ah, das finde ich gut, das finde ich eine gute Idee. Sehr gute Idee. Stichwort Schuhe. Petra. Ja, also nun, wir in der Lesbengruppe, also wir sind gerade bei der Schuhmode extrem wählerisch. Ja klar, weil natürlich, ihr wählt zwischen dem braunen Birkenstock, den weißen Birkenstock, den blauen Birkenstock, oder? Nein. Wir verstehen sehr wohl etwas von aktueller Schuhmode. Wir gehen nur nicht unbedingt ins Geschäft dafür, sondern wir haben ganz andere Verbindungen. Ja, dann glaube ich, dass ihr andere Verbindungen habt. Ich weiß auch, was für welche. Hä? Steckverbindungen. Mille, 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 mille.
Ach, muss ich mir das anhören? Nein, Gerd, wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie ja, sind, was denn? Sie sind doch roh und primitiv, sind Sie doch. Ich ziehe an, was mir gefällt. Ja, ich weiß doch genau, was du anziehst, ja? Die Beine! Mille, 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 mille! Machen Sie nur, mir reicht es. Ich gehe! Ja, aber ich bin der Mode! Ich habe eben mit unserer kleinen Angela gesprochen. Sie ist ja ein großes Mädchen und hat gestern ihre Führerscheinprüfung gemacht. Dabei hat sie beim Schalten dem Fahrlehrer immer absichtlich ans Knie gefasst. Das hat aber nichts genutzt, der war nämlich schwul. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, Frau Angela. Computerexperten und Informatiker auf der ganzen Welt, meine Damen und Herren, Sie haben es natürlich gehört, haben eine anstrengende Woche hinter sich. In den letzten Tagen legte der Computervirus I love you reihenweise PCs lahm. Nur ein einziger Rechner wurde von dem hinterhältigen Virus verschont, wie wir in der Zeitung von morgen sehen können. Es handelt sich um den Rechner der Stadtverwaltung Chemnitz, meine Damen und Herren. Das war die Wochenshow. Und wenn ihr Lachsack noch immer keine Lachfalten hat, dann klicken Sie uns an unter www.wochenshow.de oder besorgen Sie sich Karten für die Wochenshow live. Frisco Schneider, Ricky, Peter Wutz, Herbert Görgens, alle anderen gehen auf große Deutschland-Tournee. Und zwar vom 26. Mai bis zum 11. Juni. Wir sind alle dabei und sicherlich auch in der Nähe Ihrer Stadt. Also ran an die Karten. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen noch einige Szenen, die partout nicht in der Versenkung verschwinden wollten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Weiter. Du hast doch den Swing eingebaut. Ja. Guten Tag, wir machen eine Umfrage zum Thema Deutschland im Aktien. Und Sie geben mir Feuerschutz. Okay, das ist mein Gegenüber. Nein. Und Sie geben mir Feuerschutz. Was wollen Sie? Und Sie geben mir Feuerschutz. Wer seid ihr? Was habt ihr genommen?